Jetzt legen wir los. Also, wir haben jetzt alle eben eine sogenannte ABC-Liste, 3 Minuten lang, zum Thema Pulsatilla aufgeschrieben. Ein DIN A4-Blatt, einfach das Alphabet aufgeschrieben und dann zu den einzelnen Buchstaben Stichworte dazu geschrieben, die uns zum Thema Pulsatilla einfielen. Ja, wie sieht es bei euch aus? Seid ihr zufrieden mit eurem Ergebnis? Es ist bemerkenswert, wie wenig einem da einfällt, oder? Ja, so ist es, ne? Also es ist, das sind einfach so die Sachen, die euch jetzt im Moment aktiv einfallen. Und das ist genau das, was wir ja brauchen. Wir brauchen Sachen, die nicht, was weiß ich, vor 3 Monaten mal irgendwann gelesen waren, sondern es muss uns tatsächlich ja einfallen, dann, wenn wir es brauchen. Und dafür müssen wir die Sachen auch wieder nach oben holen. Und solche ABC-Listen sind tatsächlich eine recht gute Möglichkeit, um Sachen einfach mal wieder nach oben ins Gedächtnis zu holen. Es ist nämlich so, je häufiger ihr auf bestimmte Teile eures Gedächtnisses zugreift, desto eher merkt euer Gehirn auch, aha, diese Schublade brauchen wir. Das ist so ein bisschen wie vorher ist es ein Trampelpfad gewesen und je häufiger ihr diesen Trampelpfad benutzt, desto mehr wird er ausgebaut. Und es wäre natürlich ganz gut, wenn wir da draußen eine Autobahn machen würden und wenn wir da oben ein richtig gut ausgebautes Straßennetz hätten. Ja? Und dazu dienen diese ABC-Listen. Oder auch generell dazu soll so ein sich auch über tatsächlich ja angeblich so gut bekannte Mittel wie Pulsatilla, dazu soll das dienen. Denn es ist ja wichtig, dass wir auch diese altbekannten Mittel, dass wir da nochmal neu drüber nachdenken. Die haben eine ganze Menge Aspekte, die uns eigentlich erstmal völlig unbekannt sind, wenn wir uns das so anschauen. Ich habe vorhin aus dem Börike, da muss ich mal kurz was kopieren, aus dem Börike ein paar dick und fett gedruckte Symptome rausgeholt. So, das ist jetzt wahrscheinlich für euch ein bisschen schlecht lesbar. Kann das sein? Ich guck mal gerade. So, vielleicht. So. Ist es jetzt okay? Habt ihr es jetzt alles auf dem Bildschirm? Okay, klasse. Also, die sind alle im Börike fett gedruckt. Mit anderen Worten, irgendwie wichtige Sachen. Teilweise sind sie mir jetzt auf den ersten Blick schon bekannt gewesen, aber manche Sachen ja vielleicht nicht ganz so bekannt. Ich habe schon versucht, etwas bekanntere Sachen rauszusuchen. Also, zum Beispiel eben die, ja, wie sieht's aus? Kennt ihr diese Symptome alle? Schon mal gesehen? Erstmal unbekannt, ne? Also, ich lese es mal vor. Also, zum einen, ich habe 8 Symptome rausgesucht. Neuralgische Schmerzen fangen in der rechten Schläfenregion an, mit heißem Tränenfluss auf der betroffenen Seite. Zweitens, Gerstenkörner. Drittens, Riss in der Mitte der Unterlippe. Viertens, Abneigung gegen fettes Essen. Fünftens, bitterer Geschmack. Sechstens, keine 2 Stühle gleichen sich. Siebtens,
trockener Husten abends und nachts, muss ich im Bett aufsetzen, um Erleichterung zu bekommen, und lockerer Husten morgens mit reichlich Schleimauswurf. Also das ist ein Symptom hier, auch wenn das länger ist. Achtens, äußere Hitze unerträglich. Die Venen sind, wenn ihr nur ein klitzekleines bisschen zeichnen könnt, und das reicht eigentlich schon, wenn ihr Strichmännchen zeichnen könnt, schon das reicht aus, um sich solche Bilder selber zu machen. Und alles, was ihr selber macht, wo ihr euch selber was überlegt, wie stelle ich das dar? Und dann mache ich das irgendwie. Und wenn möglich mit vielen Farben. Den ganzen Aufwand, den ihr reinsteckt in dieses anschaulich machen, der hilft euch, dass es in eurem Gedächtnis haften bleibt. Ja. Ich habe mir in Bezug auf Pulsatilla tatsächlich darüber Gedanken gemacht. Pulsatilla ist. Hat ja auch andere Namen, deutsche Namen, unter anderem die Küchenschelle, aber auch die Wiesenkuhschelle. Ja? Und jetzt habe ich diesen Namen einfach mal ganz wortwörtlich genommen und habe mir ein Bild gemalt von einer Kuh auf einer Wiese mit einer Schelle um, also mit so einer Kuhglocke. Ja? So, und ich finde, das ist eigentlich schon ein ganz gutes Bild für Pulsatilla. Wenn das so eine schwarz-weiß gefleckte Kuh ist, zum Beispiel, ja, kann ich mir daran schon das Wechselhaft von Pulsatilla, ja, eventuell merken. Oder auch das Bim-Bam der Glocke, ja, so hin und her. Die anhängliche Glocke, Pulsatilla auch so anhänglich, solche Sachen, ja. Das passt irgendwie. Ja, Thomas. Ja, Lila würde auch gehen wegen der Venenproblematik. Genau. Ja. Ja, die Venenproblematik, wenn ihr euch mal so, wenn ihr eine Kuh auf einer Weide so im Kopf habt, die so ein richtig pralles Euter hat, ich finde, das ist auch so dieses pralle Euter, ja, steht ja auch irgendwie für weibliche Organe, ja. An diesen Eutern sieht man oft ganz deutlich auch die Venenzeichnung, ja. Deswegen, das habe ich mir dann auf diesem Bild auch durchaus draufgemalt, ja. Und dann haben wir das mit Venen erweitert, ja. Dass sie die Hitze nicht mögen. Ich meine, die Kühe im Moment, die liegen irgendwo in der Ecke rum und tun eigentlich nicht so sehr viel. Keine zwei Stühle gleichen sich. Überleg mal, wie sieht denn eine Weide aus, auf der Kühe da normalerweise sind, ja? Massenweise Kuhfladen. Okay, die sind meistens gleich, ja? Aber dann muss man halt auf das Bild zwei, drei Kuhfladen malen, die halt alle unterschiedlich sind, vielleicht unterschiedliche Farben. Ja? Die Abneigung gegen fettes Essen. Könnt ihr euch eine Kuh vorstellen, die Butter frisst? Ja? Passt doch irgendwie. Ja? Also irgendwie ein Butterpäckchen daneben und irgendwie ein Strich durch oder sowas. Ja? Der Riss in der Mitte der Unterlippe, also bei meiner Kuh kann man leider im Moment gerade keine Unterlippe sehen, aber das ist, denke ich mal, auch kein so großes Problem. Gerstenkörner, eine Kuh hat ja sowas von große Augen, ja, malt ihr halt auf die eine Seite ein Gerstenkorn, auf die anderen Seite den heißen Tränenfluss, ne? Schmerzen mache ich immer mit so einem Blitz. Ja, das lässt sich ganz gut dann merken. Ja, Thomas. Ja, wie willst du das Zeichen Trost verbessert? Trost verbessert. Tja. Noch eine zweite Kuh daneben. Sehr anschmiegsam. Könnte man sich so vorstellen, ne?